Folge Nummer 63 von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal die Ölmine ins Leben gerufen und müssen jetzt mal schauen, ach so, betreten müssen wir ja dann und dann können wir da mal reingucken. Wir müssen ja schauen, dass wir jetzt hier Bild machen und wir brauchen Quartiere, weil wir Mechaniker da drin haben müssen und guck mal, hier ist ein schönes Plateau, da können wir auch richtig was drauf bauen, ne? Warte mal, jetzt müssen wir erstmal Quartiere haben. Wo sind die Quartiere? Quartiere, da. Einen Crew. Ach, wie, 18 schon Platz da. Dann brauchen wir eigentlich doch keine Quartiere. Okay, aber wenn wir schon da sind, ne? Warum nicht? Ist doch schick, oder? Und dann Frachtraum. Weil der ist wichtig, ne? Frachtraum gibt es nämlich keinen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den größer kriegen. Okay, der ist so groß. Wir haben nicht genug Kohle dafür. Aber das ist ja schon mal eine Summe. So. So, dann können die da Öl bohren, ne? Und was machen wir dann? Hier wäre... Ja. Man denkt immer so, das ist der Oberteil, ne? Aber im Weltraum ist das ja egal, ne? So, Schiff, keine Besatzung. Jetzt müssen wir nur Besatzung haben. Haben wir denn was mit? Das ist die nächste Frage, ne? Ja. Jetzt bin ich ausgestiegen, ne? Das war nicht so eine tolle Idee. Da müssen wir hin. Haben wir denn Besatzung hier dabei? Ja, 5 Besatzungsmitglieder, das geht ja schon mal, ne? Crew anheuern. Ich kann jetzt hier Crew anheuern, obwohl keine da ist. Das wäre ja krass. Ich denke, die haben keine Besatzung. Warte, ich muss mal jetzt dahin. Ölbohrturm. Jetzt spreche ich mit dem automatischen. Crew anheuern. Wie ist denn das jetzt hier? Ah, wir kriegen jetzt das Rohöl schon mal. Aber wir brauchen hier noch. Dein Schiff hat keine Besatzung. Wir brauchen Mechaniker, oder wie sehe ich das? Warte mal, lass mal P drücken. 13 Mechaniker brauchen wir. So viel haben wir gar nicht. Und ein Unteroffizier. ja. Ist das jetzt ein Bug oder was? Dass ich hier einkaufen kann? Anheuern? Und ich brauche nur einen... Zwei Kapitäne gibt es hier noch. Okay, auch anheuern. Und dann brauchen wir hier noch einen. Den heuern wir nochmal an. So, und jetzt gehe ich hier hin und kann die einfach dazu nehmen, ne? Auch interessant, oder? Gut ist. So, wie viel haben wir denn jetzt hier schon drin, dann im Frachtraum? Rohöl, 100 Vorrat, Durchschnitt Credits 150. Ja, wächst. Gut, das ist doch schon mal was, oder?
Eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist angekommen. Und da jetzt, ne? Okay, da können wir jetzt hin. Ach, das sind die Xotan wahrscheinlich, die fremdartigen Schiffe, ne? Ist da oben noch was? Ne, ne? Das ist kein Asteroid. Ne. Irgendwo ist ja hier noch ein Versteck, ne? Aber ich weiß nicht wo. Da ist unsere kleine Farm. Okay, da oben wird jetzt gerade. Ach ne, die sind weggeflogen. Das war so ein Ding, ich sag schon. Also wenn einer jetzt sagt, hier ist das Versteck und sieht das, dann soll er doch das bitte in den Kommentaren schreiben. Dann gucke ich mir das nachher nochmal an. Jetzt sind wir hier in der Nähe dieser drei Felder. Mit den Ressourcen, ne? Aber sehen tue ich jetzt hier nichts. Ist nix. Hier jetzt einen Container zu finden, ist sowieso schwierig, oder? Kann man den auf der Karte sehen? Ich glaube auch nicht, oder? Hier blendet natürlich die Sonne. Komme ich denn nach unten auch irgendwie? Wie ist denn die nächste Ebene? Ich glaube, das geht da nicht, ne? Dein Schiff hat keinen Kapitän, ja, kann sein. Stopp! Ach ne, das sind die Container, alles klar. Ach, weiß ich auch nicht, das bringt mich jetzt hier nicht weiter, denke ich mal, ne? Ja, vergiss es. Aus dieser Karte raus. Wer ist der da? Wollte nicht schießen. Wollte ich anklicken. Ja. Schöne viele Sachen hier, Asteroiden hier, aber sonst nicht so wirklich jetzt was Brauchbares, ne? Ist das da ein Container? Ne, sah nur so aus. Ja. Fliegen wir da nochmal gerade vorbei. Vielleicht sind wir ja auch schon vorbeigeflogen, ich weiß es nicht. Fliegen wir mal noch zu dem Haufen da, vielleicht ist da noch was zu gucken. Ich sehe jetzt hier auch nichts.
Das ist so wie die Nadel im Heuhaufen, ne? Kannst du vergessen. Das wird nix. Hier ist so ziemlich verdichtet, ne? Da hätte ich jetzt gedacht, hier könnte was sein. Ist aber nicht. Naja, so ein gutes Teil wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Okay, da sind wir jetzt durch, würde ich sagen. Unser Dingens, Rick ist am Arbeiten, würde ich sagen. Können wir ja mal gerade gucken. Wie viel Frachtraum haben wir da drin? Achso, das können wir auch noch überlegen, ne? Naja, Rohöl 360, durchschnittlicher Credits 150. Die sind wunderbar am Produzieren. Hier sind genug Leute. Beschleunigung brauchen wir da nicht. Achso, Verteidigung wäre vielleicht noch ganz interessant, ne? Können wir doch was bauen, bestimmt, oder? Abwracker brauchen wir nicht, Bergbauer brauchen wir auch nicht. Doppelpunkt. Kann er nicht. Valtrinium. Das kann er. Aber jetzt fehlen uns Kanoniere wieder dann. Was haben wir hier noch? Doppel-Defense MG-Geschützturm. Kann man den auf dieser Seite machen? Also, da geht's nichts. Was ist für Material? Titan. Also, wir müssten erst eine Basis dafür bauen. Da sind wir. Dann würde ich es jetzt hier oben hinbauen, ne? Und jetzt den Doppelpoint Defense, der geht auch dann da dran, ne? So, dann haben wir ein bisschen Verteidigung an dem Ding. Und jetzt brauchen wir hier noch Besatzung, ne? 4 Kanoniere fehlen uns jetzt. So, die heuern wir gerade noch an. Gucken gerade nochmal nach, ob die gesetzt sind. Sind sie? Also, irgendwie. Waren das zu viel, aber ist egal. So, Verteidigung ist gegeben. Ich glaube, das reicht dann soweit, oder? Gut. Dann wieder in unser Schiff. Ah, da war schon da. Zack. Jetzt mag er mich nicht mehr. Ach, ich bin im Chat, alles klar. So, jetzt aber. Gut, dann gehen wir mal auf die Karte. Wo, ja, hier ist ja noch unbekannte versteckte Massaker-Signatur und da auch noch und naja, und hier neben auch. Gucken wir doch mal gerade schnell rein, oder? Ja, und dann müssen wir das weitermachen, was wir eigentlich schon angefangen hatten, ne? Was hatten wir nur angefangen, ne? Würde jetzt Thomas Steele sagen. Ja, wir haben auf jeden Fall ein kampffähiges Schiff und irgendwo müssen wir ja mal gucken, dass wir dann auch dem Zoltan, nee, Zoltan nicht, wie hieß der Typ da, Paroli bieten, damit wir da die erste Mission mal kriegen. Hier ist Massesignatur. Aber hier ist nichts los, oder? Ja. Versteck ist hier auch nicht, weil
Er zeigt mir ja nichts an, das würde mein Detektor anzeigen, oder? Tja. Ich sehe jetzt hier nichts. Wo ich sagen würde, wäre interessant, ne? Da ist nichts und hier sind wir und ein Asteroid oder was? Keine Station. Ist da einer zum Abbauen? Zum Einnehmen, aber ich glaube, wenn der einen zu nehmen wäre, dann würde das ja auch hier wieder stehen, oder? Hier ist nix. Schöne Massesignatur, aber. Der ist auch nicht zum Einnehmen, oder? Alles nichts Besonderes. Der ist auch nichts Besonderes. Hier ist auch nichts. Gut, dann würde ich sagen, ist jetzt hier nichts Passendes. Ich denke mal, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video oder gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.